Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Wir befinden uns hier bei diesem Baron, der so ein bisschen crazy geworden ist. Hä? Ach so. Ah, verstehe schon, verstehe schon. Ich dachte, ich muss jetzt hier weiterkämpfen, aber ich gehe jetzt hier einfach wieder raus. Ah. Da war ich eben denkverwirrt. Naja, der Baron ist ein bisschen verwirrt. Und jetzt müssen wir gucken, was wir mit dem machen. Dem guten Mann. Haben wir hier hinten eigentlich noch was? Yep, da hinten müssen wir auch noch kämpfen. There you are. I guess I forgot to tell you to turn, right? When you got into the manor? Silly me. Anyways, come this way and meet the Baroness. Silly me. Was ist denn hier los? Ach, wie süß ist das denn? Lauter Kätzchen. Oh. Ja, hallo, ihr Süßen. Oh, dear. You met my husband, didn't you? He treated you horribly, didn't he? Oh, I am so sorry. He is sick, it's true, but it's no excuse. He doesn't even trust his own kittens. When they reach the age of adulthood, he sends them into exile. I don't have the strength to stop him. One of our daughters, Teddy, she had the strength, but he had her thrown into a snakish prison in Istanbul. Oh, I am too sad to talk anymore. Thank the sands. If I have to listen to more weeping, I'll vomit. I don't know which is worse, the Baron's madness or the Baroness's sorrow. Teddy is truly the only hope for House Calyxco and your alliance. Freeing her, though, would be impossible, unless... Let's talk outside. Auch dafür gibt es wieder 500.000 Erfahrungspunkte, also erwartet mich wieder etwas mehr. Trotzdem bin ich jetzt die letzte Zeit ganz gut hier vorangekommen. Also mache ich mir mal keinen Stress deswegen. Ach hier. Hier steht er schon rum. The Baroness knows the Baron must be overthrown, but she's squeamish. Best not to talk in there. Now about Istanbul. Da war die Post. So. Centuries ago, after the reign of the Persians and overlord Xerxes, the Serpentine Empire rose to power and ruled Mirage with an iron fang. Ew! And it's a good thing they were defeated. I can't stand snakes. Did I tell you that already? I would never serve a serpent master. How very interesting. Anyway, after they were defeated, the Serpentines fled into the underground city of Istanbul, and to rescue Teddy, we first need so to schnell. Find that entrance. A band of mongoose has taken refuge in a cavern across the basin. They may know how. The mongoose are wary of outsiders, but they are mortal enemies of the Serpentines, so they might help. Best of luck to you. Alles klar, auf geht's auf in ein neues Abenteuer. Bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt Teddy befreien. Teddy. Hallo. Die Ladezeiten sind unheimlich lang im Moment bei Wizard, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Länger als gewöhnlich. That must be the Mongoose refuge over there. You should know, Master. Some say the Mongoose were the greatest warriors in the history of Mirage. The Serpentines had subjugated everyone, even the noble houses. Total scaredy cats. But the Mongoose were immune to the Serpentine's venom. So the Mongoose marched across Mirage, slicing the Serpentines into ribbons. After that, they set up the Motoman Empire. Or something like that. All that history stuff is confusing, you know? What matters is they can help us, I guess. So, off we go. All right, Master. I'll follow you. Toll, ich dachte, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen weiter, wieder hier in die Rubalweiten und erforschen neues Gebiet. Dabei müssen wir gerade ein paar Meter gehen und sind schon da und schon wieder einen Kampf bestreiten.
Okay, bei Elite-Gegnern richte ich mich jetzt darauf ein, dass sie viele Lebenspunkte haben. Who dares enter the refuge of the Mongu warriors? Ah, of course. It's an outsider from another world. Otherwise, you would know better. I'm sorry to tell you, however, that your ignorance will not afford you a free pass. Allowing trespassers would destroy our credibility. No, I'm afraid that, like so many who came before, you must give me an opportunity to freshen up my combat skills. En garde! Wenigstens ist er alleine, der Hayopai. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier einfach mit meinem Straßendeck rein. Weil... ich glaube, dass er nicht viele Lebenspunkte hat. ...7000, siehste? Ja. Mal gucken. Es sei denn, er hat fiese Tricks drauf. Schattenpeitsche. Ich glaube... ich kann die nicht wegmachen. Aegis. Ah nein. Aegis hätten wir behalten müssen, weil es ein Sturmgegner ist. Ach Gottchen, die hat ja schon ewig nicht mehr... Ich habe mir schon wieder meine Flaschen nicht aufgefüllt, ne? Uncool. Kaios. Uncool. Und ich bin wieder nicht als erstes am Zug. Ich habe bereits zwei Schattenpips. Cool. Netter Versuch. Cheatet der? Das ist ja genial. Na gut. Okay. Okay. Er will es ein bisschen anspruchsvoller. Kann er haben. Ja gut, die machen jetzt ja nichts. Das kann ich mir eh keine Klingen zaubern, offenbar. Aber ärgerlich ist es trotzdem, ne? Ich finde das so blöd, dass man das vorher nicht weiß, weißt du? Du kannst ja nicht so ein... so ein Riesendeck mitnehmen. Mit keine Ahnung, 20, 30 Zaubern drin. Och, Mensch, Kevin. Was ist denn hier los? Hä? Ach, das waren die... Ja, scheiße, dass ich das nicht benutzen kann. Ich dachte, das wird ein Easy-Peasy-Kampf hier. Offenbar doch nicht. Schade. Ich dachte, wir bekommen das mal schnell abgefrühstückt. Ich habe keine Fallen im Deck. Den Feuerkessel, den kann ich noch benutzen. Aber 7000 bekomme ich damit auch nicht bei dem abgezogen. Auf keinen Fall. Old Stier, hello. Da hätte ich mir eigentlich Feuer von oben nehmen können, statt des Stiers. Denn Feuer von oben gibt, glaube ich, noch Fallen. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist ja lächerlich. 3000. Da muss ich auch noch Karten neu mischen machen. Oh Mann. So was Blades. Naja.
Kritisch wäre nicht schlecht. Aber ich krieg trotzdem nicht alles abgezogen. Keinen kritischen, ganz stinknormaler Angriff. Macht immer 1516 Schaden. Aber naja, stinknormal ist nicht. Ich habe ja hier links und rechts außenrum den Wall und ich selber hatte den Feuerkreis. Jetzt kriegt er 429 noch pro Runde abgezogen, aber es reicht ganz knapp nicht, um ihn zu besiegen. Na gut. Hätte ich gewusst, dass der cheatet, hätte ich natürlich ein anderes Kartendeck genommen. Wow. Ganz schön fieser Map. Dich braucht man nicht. Es ist natürlich ein bisschen risky, wenn ich neue Mission mache und dann keine Pips mehr habe und somit mich auch nicht mehr heilen kann. Wenn mal was ist. Aber vielleicht muss ich ja dann einfach ein Dings ziehen. Ein Gehilfen hatte ich lange nicht mehr. Ich würde ja mal gern wissen, was der 125er für ein Gehilfe ist. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch ganz schön zu teuer. Ne? So, mach mal das. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und wir passen. Ich brauche jetzt nur noch ein paar Pips. Jetzt ist aber richtig abgefuckt, oder? Habe ich den schon mal verpasst bekommen? Den Zauber. Was für ein Aufwand. Was für ein zäher Aufwand. Für nix. Cool. So, der braucht 6 Pips. Dann können wir uns jetzt schon mal den Feuerkessel machen. Denn in der nächsten Runde dürfte ich ja dann angreifen. Ne? Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich einen Super-Pip bekomme. Ach, hier ist irgendein Haustier geschlüpft. Soll das sein? So, jetzt ist er besiegt. Aber es ist ja nur wahrscheinlich die Vorhut hier, ne? Nicht die Vorhaut, sondern die Vorhut von wer weiß was. Und dass ich es direkt mit einem Endgegner zu tun bekommen habe, ist auch komisch, ne? Na gut, Kevin, das ist ja jetzt schnell gemacht. Jetzt eben auch kritisch angreifen sollen. I admit, your magic is more than a match for my blades. Hm. But I have a secret, my brother Tiki. He is older and more skilled. We will await you in the next chamber, and together we will be your downfall. Muss ich jetzt gegen ihn und seinen Bruder kämpfen? Gegen zwei Endgegner. Das ist natürlich nicht yes, so cool. Yes, little brother. I see what you are saying. Scheiße. I welcome this challenge. It is an excellent opportunity for me to teach you some new tactics. Come at us, wizard. We are always eager to test our skills, particularly against a foe we have never faced. Hmm. Ricky und Tiki. Ist jemand online? Natürlich nicht. Ist ja auch Schulzeit. Scheiße. Ja, wir werden auf jeden Fall das Endgegner-Boss-Kartenspiel rausholen. Dann haben wir hier Sturm und Leben. Haben wir zufällig beides in einem? Nee, ne? Muss ich mal gucken gehen, ob ich das irgendwo bekomme.
Nee, das ist mir zu ungewiss. Wir machen jetzt einfach hier Eisschilde, Turmschilde rein. Wir haben hier noch ein Feuerschild drin versteckt. Und wir machen die Klingen raus. Feuerklinge, Feuerklinge, Elementarklinge. Wir haben eine Elementarfalle. Wir haben noch... Wo ist es denn? Ach ja, hier, klar. Die mächtige Falle. Dann haben wir hier 1, 2 Feuerfallen. Moment, 1, 2, 3, 4. Einmal mit Falle, einmal ohne Falle. Dann haben wir noch die Elementarfalle. Ich bin jetzt gerade richtig verwirrt, Leute. Ah, was mache ich denn hier? Hier ist die Elementarfalle. Die nehmen wir auch nochmal mit. Elementar, aha, braucht man nicht. Neu mischen. Gegenschlag braucht man nicht. Deshalb, ja, ja, gut, gut, sehr schön. Noch was? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich brauche ich gleich einen Gehilfen. So. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.